war ein absolutes Novum in der Geschichte der Bundesrepublik, hat zum ersten Mal der amtierende Bundespräsident im Bundesrat gesprochen, also zwei Verfassungsorgane beieinander. Das war schon ein sehr bemerkenswerter Moment in Feier 25 Jahre Deutsche Einheit, 16 Länder im Deutschen Bundesrat, wo Herr Bundespräsident Gauck auch eine kritisch-konstruktive Würdigung des Föderalismus vorgenommen hat. Und ich finde, eine sehr beeindruckende Rede auch gehalten hat zur Rolle der Länder für den Zusammenhalt der Bundesrepublik Deutschland, auch in gerade den schwierigen Zeiten, die wir jetzt erleben, den großen Herausforderungen. Und das hat Mut gemacht für die weiteren Dinge, die auf uns zukommen, dass wir auch föderal über die Länder hinweg gemeinsam die Kraft und den Mut entwickeln, die Zukunft auch föderal und gut zu gestalten. Wir haben eine Initiative eingebracht aus dem Land Baden-Württemberg zusammen mit unseren hessischen und rheinland-pfälzischen Nachbarn zum besseren Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die sehr eindrucksvoll belegen, wie belastend auch Fluglärm, Lärm insgesamt, aber auch gerade Fluglärm für die Bevölkerung ist. In dem jetzigen Luftverkehrsgesetz ist der Schutz der Bevölkerung nur vor unzumutbarem Fluglärm als Abwägungsgrund genannt. Wir wollen das ändern, dass der Schutz der Bevölkerung ein gleichwertiger Abwägungsgrund ist gegenüber anderen Interessen, wirtschaftliche Herausforderungen oder wirtschaftliche Notwendigkeiten an Flughäfen ist das Gegenschutzgut in Anführungsstrichen, aber das kann auch miteinander gehen. Dazu wollen wir auch die Bevölkerung besser mit einbinden in die Beteiligungsverfahren, erst jetzt schaffen, auch wenn es darum geht, neue Flugverfahren zu beschließen. Wir haben heute auch die Aufstiegsförderung im Bundesrat, besser bekannt als Meister-BAföG. Es gibt ja das BAföG nicht nur für die akademische Ausbildung, also für Studentinnen und Studenten, sondern auch für Meister und Techniker. Das heißt, die aus einer dualen Ausbildung kommen und dann in die Aufstiegsausbildung gehen, um dort auch die Abschlüsse als Meister, als Techniker zu erwerben, können über ein BAföG in ihren Lebensunterhaltungskosten unterstützt werden. Das ist eine absolute Erfolgsgeschichte. Wir haben bundesweit 300.000 Menschen, die bereits dadurch unterstützt wurden. Auch im Land sind es Zehntausende. Das Land beteiligt sich an den Kosten. Wir wollen, dass nachdem der Bund die Kosten für das BAföG bei den Studierenden vollständig übernommen hat, dass er das auch für den Bereich der Meister und Techniker macht. Wir beteiligen uns gleichwohl weiterhin als Land, indem wir die Infrastruktur unterstützen, indem wir auch bei den Kosten der Abschlussprüfungen und der Kurse fördern. Aber die Lebenshaltungskosten, da möchten wir, dass der Bund stärker einsteigt, als es bisher der Fall ist.